Großkontrolle der Polizei Bremerhaven. Rund 100 Beamte mit Unterstützung aus mehreren Bundesländern kontrollieren den Verkehr. So, Aufmerksamkeit auf mich. Verwartet hat alkoholische Getränke zu sich genommen. Nee. Wann das letzte Bier? Oh, vom Monat. Vom Monat? Ja. Trink kein Alkohol. Aber vom Monat schon? Ja, wir haben eine Firmenfeier gehabt. Eine Firmenfeier? Okay. Wie sieht es aus mit Drogen? Nein. Wie lange ist der letzte Joint her? Ungefähr? Ewigkeiten. Ewigkeiten? In Tagen? 3, 4? 10 Jahre, bestimmt. Ist schon ein bisschen her. Ob der junge Fahrer glaubwürdig ist? Die Beamten haben Zweifel. Ein Test soll Klarheit bringen. Okay, alles klar. Beine mal zusammen machen. Ja. Arme nach vorne, Finger auseinanderspreizen, Kopf in Nacken, Augen zu. Ich nehme mal die Käppi ab, bin mal so frei. Jetzt richtig Kopf in Nacken. Richtig hinten reinhängen. Und Augen zu, genau. Finger auseinanderspreizen. Okay, warum zittern Sie? Das ist normal. Warum ist das normal? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht immer. Das ist normal. Okay. Zitternde Hände können ein Zeichen für Drogen oder Alkohol sein. Also ich habe hier schon ein paar körperliche Auffälligkeiten bei Ihnen. Ja. Gleichgewicht, ja, das Zittern, das ist normal. Keine Kontrolle über die Nieder. Wenn du meinen Namen abfragst, das ist normal. Jede Polizeikontrolle, wo ich bis jetzt drin war, immer. Gut, dann gehen wir zusammen mit der Kollegin mal drüber. Und zwar zur Urinabgabe. Die könnte der Fahrer zwar ablehnen, müsste dann aber zum Bluttest. Dann doch lieber einmal schnell aufs Klo. Allerdings bei offener Tür. Polizeiobermeister Patrick Kiener wird die Sache beobachten. Okay. Dann einmal zur Kollegin. Die den Urin jetzt auf verbotene Substanzen testet. Ja, also wir haben jetzt hier ein bisschen Urin in die beiden kleinen Kästchen hier reingeträufelt. Und wenn überall Striche sind, heißt es, dass er negativ ist. Der junge Mann wirkt angespannt. Dann das Ergebnis. Sobald der Urintest negativ ist, was er ist, genau. Weil überall Striche, voll toll, hat er nicht gelogen und wir sind zufrieden. Alles klar. Negativ. Keine Spuren von Drogen oder Alkohol. Also man kann gar nicht sagen, welches Auto typisch ist. Von Ferrari bis Opel Corsa hatten wir alle schon. Und das ist halt Bauchgefühl, Berufserfahrung, Lebenserfahrung ganz viel. Man muss Menschenkenntnis haben. Hat jeder Mensch. Sie können es auch. Sie schauen jemanden ins Gesicht und sagen, irgendwas stimmt mit dem nicht. Die Polizei hat auch ein Auge auf Handwerker und ihre Ladung. Wie führen Sie heute Verkehrskontrollen im Hinblick auf die Fahrtüchtigkeit der Fahrer durch? Ich war gestern schon in Bremen. Sie waren gestern schon in Bremen in der Kontrolle? Ah, super, dann kennen Sie das ja schon, ja? Ja, gut, ich verstehe das natürlich, ist nicht jeder gerne in der Verkehrskontrolle. Wir versuchen aber alle freundlich mit den Leuten das zu kommunizieren, dass wir einfach für Sicherheit auf den deutschen Straßen und gerade auch Bremerhavener Straßen, dass wir dafür sorgen müssen. Und die meisten Leute haben dann auch tatsächlich Verständnis für. Wie gesagt, die Ladungssicherung ist nicht so hundertprozentig. Gibt es bessere Möglichkeiten für bei einer Bremsung fliegt die durch die Gegend und wenn das eine bestimmte Geschwindigkeit hin, kann es auch durchaus sein, dass das durch die Ladebordwand durchgeht. Und da hat der junge Mann das hinten im Genick sitzen. Erst wenn alles gesichert ist, darf der Handwerker weiterfahren. Ja, im Endeffekt machen die ja auch nur deren Job, ne? Und wenn man nichts zu verbergen hat, dann kann man ja auch ganz normal hier reinfahren, oder? Aber die Leiter war nicht ganz richtig. Nicht jeder ist perfekt. Dann gibt es einmal Ihre Papiere zurück. Ja, dann wünschen wir Ihnen noch eine schöne Weiterfahrt. Ja, und dann hoffentlich morgen ohne Kontrolle. Die nächste Kontrolle. Oh, sehr schön. Schönen guten Tag. Haben Sie es eilig? Gut, dann steigen Sie doch mal bitte einmal aus. Dann gehen wir mal auf die andere Seite von Ihrem Fahrzeug. Bei der Großkontrolle werden die Fahrzeuge nach dem Zufallsprinzip herausgezogen. Dieser Fahrer scheint den Beamten verdächtig. Jetzt können Sie sich ganz normal wieder hinstellen. Sehr aufgeregt? Oder warum zittern Sie? Sie zittern sehr stark? Ist Ihnen kalt? Nee, aber ich habe Vitamin 12, ich habe so ein bisschen niedriger. Okay, das heißt? Nichts. Nichts? Okay. Krankheit einfach. Okay. Würden Sie einen Urintest mit uns machen? Das ist Arzt machen. Ja? Das können Sie gerade? Nee. Dann würden wir da hinten gehen. Da haben wir eine Dixie-Toiletten. Das kleine Geschäft dauert bei diesem Herrn etwas länger. Der Becher ist leer. Also entweder geht es wirklich nicht. Aber es gibt natürlich auch die Variante, dass man nicht möchte, weil man vielleicht den hat. Aber das wäre reine Spekulation.
Wer nicht pinkeln will oder kann, darf zum Speicheltest. Drogen konsumiert haben Sie natürlich. Wann das letzte Mal? Niemals im Leben. Bitte nochmal? Niemals im Leben. Ganze Leben noch nicht? Ganze Leben noch nicht. Okay. Vor immer auch nicht. Gestern irgendwie in einer Umgebung gewesen, wo Cannabis geraucht worden ist? Irgendwie bei Freunden oder so? Auch nicht. Auch nicht. Ich war nur zu Hause. Medikamente, irgendeine Art und Weise? Vitamine nur. Bitte nochmal? Vitamine nur. Was für Vitamine? D? D, Vitamin D. Ja, Sonne scheint da immer, brauchen Sie gar nicht Vitamin ja, D. Das Vitamin ist ein Werbegag. B12 ja. Und Magnesium ja. Und Calcium. Weil Sie Sport machen? Nein. Sondern? Weil die Vitamine bei mir im Körper ist ein bisschen niedriger. Ich war schon beim Arzt, ich habe eine Analyse gemacht. Ja. Das war der Arzt. Wann haben Sie das letzte Mal die Vitamine genommen? Gestern. Gestern Abend? Oder gestern Morgen? Nö, Nachmittag ungefähr, gegen 16 Uhr ungefähr. Heute Morgen haben Sie die Zähne geputzt, nehme ich an? Noch nicht. Bitte? Nein. Sie haben nicht die Zähne geputzt? Gestern? Gestern Abend. Gestern Abend. Ja. Heute Morgen vergessen? Ja. Ah, Stress gehabt. Okay. Gut, gestern Abend die Zähne geputzt, mit was für einer Zahncreme? Mild heißt das. Mild, Hersteller, wissen Sie das auch? Wissen Optionell Sie nicht. Mild heißt das, so eine weiße... Weiße Zahncreme. Das Zahncreme. Überrascht uns alle. Die Zahncreme war weiß und nicht blau. Ja. Gut, was... Urin können Sie nicht abgeben. Haben wir es aber versucht. Drei Tropfen hat der Kollege Ihnen gesagt. Ich habe versucht. Gut. Dann machen Sie bitte einmal den Mund weit auf. Ich muss ja wissen, was in der Mundhöhle ist. Gerade Zahnpasta. Also wir haben zum Beispiel, es gibt zum Beispiel einen Hersteller, Amex Aronal. Und bei Aronal ist eine Substanz drin, die manchmal auch einen positiven Test machen kann. Nicht, dass wir ihm unterstellen, er hat Amphetamin konsumiert, in Wirklichkeit hat er aber mit Aronal morgens die Zähne geputzt oder gerade ihm die Zähne geputzt. Nach wenigen Minuten ist das Ergebnis da. Negativ, alles. Ja. Okay. Negativ, gut. Insgesamt 260 Fahrer werden heute kontrolliert. 11 davon hatten Drogen oder Alkohol genommen. Wenn man keinen Treffer hat, dann kann man ja auch sagen, Mensch, ist ja auch positiv, weil es sind nicht mehr so viele unterwegs. Ja, also mir ist das Thema sehr schnell ans Herz gewachsen, gerade weil es einfach so viele schlimme Verkehrsunfälle gibt und ich einfach möchte, dass meine Kollegen und auch alle Leute, die ich hier kenne und auch alle Bürger hier sicher auf den Straßen sind. Und deswegen mache ich jedes Jahr gerne wieder mit und freue mich auch jedes Mal wieder dabei zu sein. Die Polizei Bremerhaven befindet sich bereits in der Planung für die nächste XXL-Kontrolle.